Wort kann Gefühle so spürbar machen wie eine sanfte Berührung. Sie kann aber auch Schmerzen lindern, das Immunsystem stärken, sogar das Leben verlängern. Von der Wissenschaft lange Zeit kaum beachtet, werden sanfte Berührungen zunehmend erforscht. Berührung ist eine grundlegende, absolute Notwendigkeit, so wie die Luft, die wir atmen, und die Nahrung, die wir essen. Und sie kann ihre ganze Welt beruhigen. Ihr Körper fühlt sich besser und sie sind weniger gestresst. Einfach nur durch Berührungsreize verändert sich die Biochemie unseres Gehirns auf dramatische und positive Art und Weise. Jetzt, wo wir es nicht mehr so viel dürfen, da fällt es vielleicht eher auf, dass es tatsächlich unglaublich wichtig ist. Die erste Berührung, einer der wichtigsten Momente im Leben jedes Menschen. Sehen kann das Baby noch nicht weiter als 30 cm. Auch der Hörsinn ist erst nach 4 Wochen voll ausgereift. Es sind Berührungen, die den ersten Kontakt zur Welt schaffen. Der Berührungssinn scheint tatsächlich so wichtig für uns zu sein, dass der überlebenswichtig ist, dass wir ohne den nicht auskommen. Denn der ist eben einfach die einfachste Art und Weise, wie wir mit unserer Umwelt interagieren. Wenn das Baby weint, will es den Körper der Eltern spüren. Worte allein können es noch nicht beruhigen. Jetzt, wo der sanfte Druck des Mutterleibs fehlt, spürt es durch Streicheln und Körperwärme die Sicherheit, dass jemand da ist, jemand es umsorgt. Berührungen stärken vom ersten Moment an die Bindung zwischen Kind und Eltern. Wir Menschen sind ja Herdentiere. Insofern denke ich, dass wir tatsächlich über die Berührung auch lernen und spüren, wir sind jetzt Teil von dieser Gemeinschaft, von den anderen, die da sind. Und wir haben eben auch diesen Schutz der Gemeinschaft. Ich denke, gerade am Anfang des Lebens ist es sehr wichtig, eben zu wissen, man ist nicht alleine, da ist jemand da, der sich um uns kümmert. Und wir gehören jetzt irgendwie dazu, zu dieser Gemeinschaft mit den anderen Menschen. Wir Menschen sind Beziehungswesen. Keiner kann für sich allein existieren. Entwicklungsgeschichtlich sind wir darauf angelegt, in einer kleinen Gruppe zusammenzuleben. Denn das bietet Schutz vor Kälte und Feinden. Die Zugehörigkeit wird über Berührungen vermittelt. Sie geben das Gefühl von Sicherheit und Nähe, spenden Trost oder Lust, drücken Freude und Verbundenheit aus. Der Mensch hat ein erstaunlich differenziertes System, um Berührungen wahrzunehmen und einzuordnen. Denn eine Berührung kann auch Macht und Gewalt bedeuten, kann ängstigen und bedrohen. In Bruchteilen von Sekunden melden uns die verschiedenen Rezeptoren in unserer Haut, um welche Art der Berührung es sich handelt. Ob wir uns entspannen dürfen oder sofort aktiv werden müssen, weil Gefahr droht. Berührungen zu erkennen und einzuordnen ist die erste Sprache, die wir erlernen. Wie subtil und nuancenreich sie ist, das erforscht die Wissenschaft erst seit wenigen Jahren. Rebecca Böhme und ihre Kollegin im schwedischen Linköping untersuchen, welche Rolle Berührungen in unserer Kommunikation spielen. Wie gut gelingt es, mit ihnen Emotionen zu übermitteln? Die beiden Versuchspersonen können sich nicht sehen. Nur durch Berührung von Arm oder Hand sollen sie verschiedene Botschaften übermitteln. Ich liebe dich, ich bin traurig, pass auf. Elektroden registrieren kleinste Regungen der Gesichtsmuskulatur,
ein objektives Messkriterium für Emotionen. Auf einem Bildschirm erscheinen die Informationen, die sie ihm mitteilen soll. Und er? Er kann ihre Mitteilungen erkennen. Man kann natürlich alle Emotionen auch mit Worten versuchen zu vermitteln, aber ich denke, was dabei ankommt und auch wie man das tatsächlich dann empfindet, ist doch was anderes. Es ist ja was ganz anderes, ob ich jetzt zu jemandem sage, hey, ich liebe dich, oder ob ich ihm das zeige, indem ich denjenigen berühre, umarme, küsse, mit ihm kuschele. Vor allem Liebe und Mitgefühl können wir über Berührungen besser vermitteln als durch Worte, Mimik oder Gestik. Sie schaffen eine ganz andere Tiefe der Emotionalität. Was macht es mit uns und unseren Beziehungen, wenn wir jetzt Distanz halten sollen? Es schafft Barrieren zwischen Menschen. Wenn sie die Hand nicht ausstrecken und den anderen berühren können, fehlt ihnen die Interaktion. Und das bedeutet, dass wir soziale Bindungen nicht stärken können. Vor allem für jüngere Menschen, die erst lernen, wie man interagiert. In einer normalen Welt würden wir uns die Hand geben, uns umarmen oder küssen, vor allem die Kinder. Und jetzt müssen wir ihnen sagen, nein, nein, das dürft ihr nicht. Und das hat nicht nur jetzt Auswirkungen auf unsere sozialen Beziehungen, sondern könnte sich auch stärker auf die Zukunft auswirken. Allein schon, wenn wir einem anderen die Hand reichen, schafft das eine Art Beziehung zu ihm. Aber auf welchem Weg passiert das? Eine der Fragen, die Neurowissenschaftlerin Rochelle Ackerley an der Universität Aix-Marseille untersucht. Während der Pandemie ruhen ihre Studien, aber das Interesse für ihre Forschung ist so groß wie nie. Denn viele Menschen merken, was ihnen gerade in ihrem Leben fehlt. Eine sanfte Berührung kann beruhigen und entspannen, aber wir brauchen sie auch, sie ist lebensnotwendig. Und wenn sie uns nicht so gut tun würde, würden wir es nicht tun, und wenn wir es nicht täten, wären wir nicht hier. Vor allem am Beginn des Lebens sind Berührungen unersetzlich. Sie stabilisieren nach der Geburt die Atmung, die Körpertemperatur und sogar den Blutzuckerspiegel. Das Baby spürt durch den Kontakt seine körperlichen Grenzen und lernt so den Unterschied zwischen ich und anderen. Wenn das fehlt, finden wichtige Entwicklungsschritte nicht statt. Und dann kann man die Effekte davon auch sehen, noch nach 10 Jahren kann man sehen, dass da tatsächlich es kognitive Unterschiede gibt zwischen den Babys, die viel Berührung erfahren hatten, und denen, die wenig Berührung erfahren hatten. Ein biologisches Grundbedürfnis. Und doch war Knuddeln, Streicheln und Umarmen von Kindern lange verpönt. Noch in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts galt körperliche Nähe als unnötiges oder sogar schädliches Verwöhnen. Das änderte sich auch durch Erfahrungen und Studien, vor allem mit unseren nächsten Verwandten. Sie zeigten eindeutig, was passiert, wenn Neugeborene keine Nähe und Berührung erfahren. Wurden Tiere nach der Geburt über Monate nur grundversorgt, starben viele von ihnen. Und die, die überlebten, litten unter irreparablen seelischen und körperlichen Schäden. Sie zeigten geringeres Körperwachstum, das Immunsystem war weniger ausgereift und sie konnten selbst einfachste Gedächtnisleistungen nicht erbringen. Zentrale Bereiche im Gehirn waren beeinträchtigt und zeigten ein geringeres Volumen. Denn Berührungen wirken sehr direkt auf unser Gehirn. Sie sind nötig, damit es überhaupt ein Selbstgefühl entwickeln kann. Bist du mein Großer? Ja. Körperkontakt setzt wichtige Entwicklungsprozesse in Gang und stimuliert auch das Wachstum. Wird das Baby berührt, reagieren Millionen Rezeptoren in der Haut und produzieren sehr kleine Ströme. Diese Mikroströme gelangen über ein dichtes Netz an Nervenfasern in verschiedene Gehirnregionen. Treffen dort die elektrischen Impulse auf spezialisierte Nervenzellen, öffnen sich deren Speichertore,
Es werden Signalmoleküle freigesetzt. Diese lösen direkt an anderen Nervenzellen wachstumsfördernde Prozesse aus. Oder sie gelangen über das Blut an Körperzellen und lösen dort Wachstumsprozesse aus. Insofern ist sozusagen die Folge eines Berührungsreizes immer eine ganz körperliche Reaktion und Veränderung auch des Organismus. Das betrifft sowohl die Babys als auch die Erwachsenen. Also wir können Berührungsreize nicht einfach ignorieren, sondern die Biologie und die Physiologie eines Berührungsreizes ist immer sehr allumfassend. Ein Versuch im Leipziger Haptiklabor. Aufgezeichnet werden die Hirnstromwellen vor, während und nach einer Massage. Martin Grunwald interessiert sich für die sanften Berührungen seit Anfang der 90er Jahre. Damals war das Thema von der Wissenschaftswelt noch nahezu unentdeckt. Wie verändert die Massage die Gehirnaktivität? Die EEG-Messung zeigt, die Hirnstromwellen verlangsamen sich. Es entsteht ein Entspannungszustand, ähnlich dem, wenn ein Mensch tief schläft. Das Gehirn reagiert aber nicht nur mit weniger Aktivität, es schüttet auch einen Cocktail an Botenstoffen aus. Und über die ausgeschütteten Hormone und Neurotransmitter gelangt dann über das Blut, kommen bestimmte Botenstoffe auch in den anderen Bereichen des Organismus. Die führen dann unter anderem dazu, dass sich die Muskulatur entspannt, die Herzfrequenz nimmt ab, die Atmung wird flacher. Und es gibt also eine ganze Reihe körperlicher Veränderungen. Jede einzelne Berührung geht uns wortwörtlich unter die Haut. Visuelle oder akustische Reize rauschen oft unbemerkt an uns vorbei. Berührungen hingegen nie. Denn sie richtig wahrzunehmen und einzuordnen, ist überlebenswichtig. In Millisekunden prüft unser Gehirn, ob eine Berührung gefährlich ist oder nicht. Dazu reagieren in unserer Haut mehrere Millionen Rezeptoren. Sie registrieren Druck, Vibration, Wärme, Kälte, Schmerz und geben die Informationen über Nervenfasern weiter. Eine ganz besondere Art von Nervenfasern wurde erst Ende der 2000er Jahre entdeckt. Spezialisiert ausschließlich auf sanfte, angenehme Berührungen. Sie liefern keine Informationen über die äußere Welt, wie der bis dahin bekannte Tastsinn, sondern darüber, ob wir einen Körperkontakt mögen oder nicht. Die Entdeckung dieser sogenannten C-taktilen Fasern macht es möglich, die Bedeutung von Berührungen für unser soziales Leben genauer zu ergründen. Francis McGlone ist einer der bekanntesten Forscher, wenn es um diese Streichelfasern geht. Ihre Entdeckung war für ihn eine kleine Sensation. Ich kann mich an den Moment erinnern. Ich las eine Veröffentlichung eines meiner Helden der Neurowissenschaften, Professor Åke Valbo. Åke Valbo hatte eine Nervenfaser in der Haut des Menschen entdeckt, die C-taktile Faser, die auf sanfte Berührung reagiert. Als ich diese Veröffentlichung las, saß ich im Flugzeug nach Washington. Ich konnte das Washington Memorial durchs Fenster sehen. Und in diesem Moment fiel bei mir der Groschen. Ich dachte, dass ich genau weiß, worauf diese Nervenfaser reagiert. Das war 1995 oder 96. Und seitdem habe ich das Glück, meiner Leidenschaft zu folgen, zu verstehen, was diese Nervenfaser tut und wie wichtig sie für unser Wohlbefinden ist. And how vital it is to our well-being. Mit dieser speziellen Nervenfaser wurde ein ganz neues Sinnessystem entdeckt. Werden wir sanft berührt, sendet der Tastsinn innerhalb weniger Millisekunden Informationen über die Art und den Ort einer Berührung an das Gehirn. Gleichzeitig reagieren aber auch C-taktile Fasern. Ihre Signale erreichen erst nach 1 bis 2 Sekunden das Gehirn.
Genauer gesagt, Hirnareale, die für die Verarbeitung positiver Gefühle, das Nachdenken über andere und die Selbstwahrnehmung zuständig sind. Ich denke, das ist es, was soziale Gruppen zusammenhält. Diese Berührung spielt eine grundlegende Rolle, da sie durch Belohnung den sozialen Kontakt von Gruppen reguliert. Zusammen kann man viel besser mit den Herausforderungen der äußeren Welt umgehen. Es ist wie das fehlende Teilchen, das uns erlaubt zu verstehen, was das soziale Gehirn wirklich antreibt. Dieser Berührungsnerv bringt alles zusammen. Vielleicht sind die C-taktilen Fasern auch deshalb so spät entdeckt worden, weil sie nur schwer zu finden sind. Dazu braucht es echte Spezialisten wie hier im schwedischen Linköping. Eine hauchfeine Nadel sticht durch die Haut in einen Nerv im Arm. Das Problem? In dem Nerv liegen viele verschiedene Fasern, die mit ganz unterschiedlichen Rezeptoren verbunden sein können. Deshalb heißt es jetzt suchen. Worauf reagiert die Faser, die gerade ihre Signale schickt? Die Nadel wird so lange immer wieder korrigiert, bis dann endlich eine Faser auf die sanften Streichelreize reagiert. Eine zeitaufwendige, meist stundenlange Prozedur. Dann endlich lässt sich untersuchen, worauf die C-taktilen Fasern am besten reagieren. Wenn Sie sanft berühren, mit einer langsamen Streichelbewegung wie dieser, dann reagieren Sie optimal. Und wir glauben, dass diese C-taktilen Fasern uns ein Gefühl der positiven, sanften Berührung vermitteln. Wenn wir zu schnell oder zu langsam streicheln, ist das nicht optimal. Aber wenn es wie eine sanfte Liebkosung der Haut ist, dann werden sie optimal aktiviert. Und wir denken, dass man dadurch Freude an der Berührung empfindet. Das zeigen die Experimente mit dem Streichelroboter. Mit ihm können verschiedene Berührungen bei jeder Versuchsperson exakt gleich getestet werden. Je mehr Signale über die C-taktilen Fasern empfangen werden, desto angenehmer empfinden die Versuchspersonen die Berührung. Bei 34 Grad Celsius ist der Effekt am stärksten. Das entspricht der Temperatur unserer Fingerspitzen. Und interessanterweise gibt es auf dem Rücken mehr dieser Nervenfasern als auf dem Unterarm. Also warum mögen Menschen Rückenmassagen? Sie mögen sie, weil es hier mehr dieser Nervenfasern gibt. Aus evolutionärer Sicht, warum gerade dort? Nun, Fellpflege am Rücken, das kann man nicht selbst machen, da kommt man nicht hin. Man braucht einen anderen Primaten, der die Fellpflege übernimmt. Ein weiterer Hinweis darauf, dass Berührungen eine soziale Funktion haben. Dieses hochkomplexe System von Rezeptoren und Nervenfasern verbindet uns mit der Umwelt und anderen Menschen. Doch C-taktile Fasern allein können nicht erklären, warum wir Berührungen so angenehm finden. Denn derselbe Reiz, das sanfte Berühren der Haut, kann ganz verschiedene Reaktionen in uns auslösen. Je nach Situation und je nachdem, wer uns berührt. Deshalb muss unser Gehirn als erstes lernen zu unterscheiden, ob wir uns selbst berühren oder ein anderer. Denn das macht für unser Gehirn einen gewaltigen Unterschied. Wenn ich jetzt meinen Arm streiche, dann kann mein Gehirn sozusagen vorhersagen, was passiert, wie sich das anfühlen wird, wenn ich meinen Arm streichele. Und es ist tatsächlich so, dass das Gehirn diese Information dann eigentlich ausblendet. Es ist also so, dass das Gehirn das Gefühl, was aufkommt, wenn ich meinen eigenen Arm streiche, unterdrückt. Und zwar dadurch, dass es weiß, das wird passieren. Und insofern ist es eigentlich irrelevant für uns. Also nehmen wir die Berührungen auch nicht bewusst wahr. Trotzdem berühren wir uns ständig selbst, meistens im Gesicht. Zwischen 400 und 800 Mal am Tag. Warum?
Um diese Frage zu klären, hat die Forschungsgruppe von Martin Grunwald in Leipzig eine ausgefallene Studie ersonnen. Die Hypothese war, wenn das biologischer Abfall ist, wenn das eigentlich eine unnötige Berührung ist, dann zeigen sich auch keine hirnphysiologischen Veränderungen. Aber sollte das ein Berührungsreiz sein, der für unseren Organismus selber wichtig ist, dann müssten sich auch im Gehirn entsprechende neurophysiologische Veränderungen ergeben. Und genau das haben wir quasi gezeigt. Die Versuchspersonen bekommen die Aufgabe, verschiedene Muster auf kleinen Platten zu ertasten, sich die Strukturen zu merken und später aufzuzeichnen. Dass sie dabei gefilmt werden, um ihre Hirnströme parallel zu den Selbstberührungen auswerten zu können, wissen sie nicht. Während der Phase, in der sie versuchen, das Ertastete im Gedächtnis zu behalten, ertönen dann plötzlich störende Geräusche. Das EEG zeigt purer Stress für die Probandin. Es ermöglicht zum ersten Mal in einer Laborsituation, dem Gehirn dabei zuzuschauen, wie der Organismus sich selber reguliert. Die nervigen Geräusche stören die Konzentration. Der Inhalt im Arbeitsgedächtnis droht verloren zu gehen. Ein Gefühl der Überforderung. Und genau in solch einem Moment treten Selbstberührungen besonders häufig auf. Die Auswertung der Gehirnströme zeigt, wie die kurze Berührung die Gehirnaktivität reguliert. Sie geht zurück auf ein mittleres Erregungsniveau. Dadurch kann die Probandin ihre Aufmerksamkeit wieder besser fokussieren. Und ich denke, das ist schon mal der erste Schritt, aber die Teilprozesse dahinter, wer da nun mit wem, also welche Hirnregion mit wem und welche Rolle spielt hier eigentlich das Gehirn? Also sagt das Gehirn der Hand, jetzt berühre mal diese Nervenenden im Gesicht, damit es mir wieder besser geht. Also wer ist hier eigentlich das steuernde Organ? Wo kommt das eigentlich alles her? Das ist auch philosophisch sehr interessant. Berührungen kommen von außen und wirken tief in unserem Inneren. Sie helfen uns dabei, unser emotionales Gleichgewicht zu bewahren. Trotzdem können selbst Berührungen die Berührung durch einen anderen Menschen nicht ersetzen. Aber was ist anders, wenn wir berührt werden? Und wieso kann unser Gehirn auf den gleichen Reiz so viele unterschiedliche Reaktionen und Emotionen auslösen? Von größtem Wohlgefühl bis zu tiefer Abneigung. Ein Streicheln kann Trost spenden, beruhigen und die Herzfrequenz senken. Etwa, wenn die beste Freundin Kummer hat. Streicheln kann aber auch aktivieren. Zum Beispiel, wenn wir verliebt sind. Dann steigt der Puls. Wir sind erregt. Denn jede einzelne Berührung schickt viele verschiedene Informationen zu unserem Gehirn. Zum Beispiel Vibration, Druck und die Dauer, also die Eigenschaften der Berührung. Aber dann wird ausgewertet, wie habe ich mich gefühlt? Möchte ich mehr von der Berührung? Und aus all diesen Informationen setzt das Gehirn dann den Gesamteindruck der Berührung zusammen. Wie und wo genau das passiert, das untersucht Rebecca Böhme im Center for Medical Image Science and Visualization in Linköping. Heute möchte sie nicht nur dem Gehirn beim Arbeiten zusehen, sondern auch dem Rückenmark. Ihre Theorie? Das Rückenmark könnte bei der Verarbeitung von Berührungsreizen eine viel größere Rolle spielen, als man bisher wusste.
Was daran besonders spannend ist, denke ich, ist, dass wir eben jetzt den Fokus ein bisschen wegnehmen vom Gehirn. Die Neurowissenschaft war ja sehr lange Zeit darauf fokussiert, dass alles immer im Gehirn tatsächlich nur stattfindet. Ne? Der Körper, die ganze Interaktion zwischen Gehirn und Körper und der Physiologie des Körpers wurde ganz außer Acht gelassen. Die Signale der C-taktilen Fasern kommen, bevor sie überhaupt ins Gehirn gelangen, erst einmal ins Rückenmark, in das dorsale Horn. Hier wird die Information, ich werde gestreichelt, an andere Nervenzellen, vor allem Interneurone, vermittelt, die die Information gleich vor Ort weitergeben und verarbeiten. Nur wenige Nervenzellen senden dann tatsächlich hinauf ins Gehirn. Interessant ist aber, dass umgekehrt die Interneurone im Rückenmark Informationen vom Gehirn erhalten. Und diese könnten schon im Rückenmark die Wahrnehmung der Berührung verändern. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden und wer uns berührt. Endlich ist alles bereit für die Messungen im MRT. Ändert sich auch im Rückenmark die Aktivität, wenn der Proband sich selbst streichelt oder berührt wird? Die Auswertung vieler verschiedener Hirnscans zeigt, dass bei einer Selbstberührung die Aktivität in einigen Bereichen im Vergleich zum Ruhezustand deutlich heruntergefahren wird. Ganz anders, wenn gestreichelt wird. Viele Hirnregionen werden deutlich aktiviert. Vor allem Regionen, in denen wir Absichten, Gedanken und Pläne von anderen erkennen und die für das Belohnungsempfinden zuständig sind. Ein deutlicher Unterschied. Zeigt sich der auch im Rückenmark? Immer abwechselnd wird nun im Gehirn und im Rückenmark gemessen. Wo findet zuerst eine Aktivität statt und wie beeinflussen sie sich? Wenn also sozusagen diese Berührungsreize über die Nerven hineinkommen ins Rückenmark, dass hier schon vorunterschieden wird zwischen ich und andere. Das Gehirn weiß, ich berühre mich gerade selber. Vielleicht haben wir dann weniger Aktivierung im Rückenmark. Das Gehirn weiß, jemand anders berührt mich, vielleicht jemand, den ich auch besonders gerne mag. Dann kann es sein, dass das Gehirn sozusagen die Aktivität im Rückenmark tatsächlich sogar auch steigert, erhöht, sodass wir mehr sensibel darauf reagieren. Jetzt müssen die Daten von vielen Versuchspersonen ausgewertet werden. Die Ergebnisse könnten helfen, neue Methoden zur Behandlung psychiatrischer Krankheiten oder neuartige Prothesen zu entwickeln. Wer angenehm berührt wird, möchte mehr davon. Dafür sorgt das Belohnungssystem in unserem Gehirn. Hormone werden ausgeschüttet. Das Gehirn setzt sich damit sozusagen unter seine eigenen Drogen. Je nach Art der Berührung ein unterschiedlicher Cocktail. Dazu gehören zum Beispiel Endorphine, die sogenannten Glückshormone, die für Hochgefühle sorgen. Aber auch Oxytocin, das Bindungshormon, das uns dem anderen nahe und verbunden fühlen lässt. Das erklärt, warum eine Umarmung so viel tröstlicher sein kann als Worte. Denn Oxytocin ist für unsere sozialen Bindungen von ganz besonderer Bedeutung. Oft wird es einfach nur als Kuschelhormon bezeichnet und mit Geburt und Sex in Verbindung gebracht. Aber vor allem Studien an Affen zeigen, dass Oxytocin all unsere langfristigen sozialen Bindungen bestimmt. Ganz unabhängig davon, ob wir verwandt sind oder sexuelle Interessen verfolgen. Eine Affenfreundschaft drückt sich vor allem durch gegenseitige Fellpflege aus. Besonders viel Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn die beiden Tiere auch sonst intensiven Kontakt miteinander haben. Je näher sich die Affen stehen, desto mehr positive Effekte hat das Berühren. Evolutionär ist das sinnvoll, denn Oxytocin stärkt das Bedürfnis nach Nähe und fördert entsprechendes Sozialverhalten. Und das nicht nur bei dem, der gerade liebevoll gepflegt wird.
Jemand, der berührt, muss belohnt werden. Und diese Belohnung ist der Aufbau einer sozialen Beziehung, wie bei den Primaten, die das Fell auf dem Rücken des anderen pflegen. Man muss dazu eine Beziehung aufbauen. Du pflegst meinen Rücken, ich deinen. Das ist die Basis für Gegenseitigkeit und menschliches Verhalten. Besonders groß ist das Verlangen nach sanfter Berührung, wenn wir verliebt sind. Oxytocin sorgt aber nicht nur dafür, sondern auch für Verlässlichkeit, Treue, das Gefühl von Sicherheit in einer Beziehung. Und es ist sogar gesundheitsfördernd. Es hat auch beruhigende Wirkungen, es hat auch wachstumsfördernde Wirkungen, es hat auch Einfluss auf Immunreaktionen des Körpers. Also dieses Hormon ist ein ganz vielfältig wirksame Substanz. Paare mit langfristig erhöhtem Oxytocin-Level leben sogar länger. Sie sind weniger stressanfällig, der Blutdruck ist niedriger, ihre Schmerztoleranz ist höher und sogar die Lernfähigkeit besser. Je mehr sich Paare, Eltern und Kinder oder sich nahestehende Menschen berühren, umso liebevoller empfinden sie die Beziehung. Oxytocin schweißt uns zusammen, verstärkt das Gefühl, wer zu uns gehört. Das Bindungshormon kann aber auch Nebenwirkungen haben. Also es ist tatsächlich so, dass Oxytocin nicht nur diese wundervollen positiven Effekt hat, dass man sich allen Mitmenschen nahe fühlt. Sonst könnte man ja sozusagen sagen, wir geben jetzt jedem Oxytocin und dadurch lieben wir uns alle und sind eine konfliktfreie Gesellschaft. Es ist allerdings so, dass Oxytocin tatsächlich eigentlich nur verstärkt, dass wir uns gewissen Menschen, denen wir nahe sind, verbunden fühlen. Aber eben Menschen, die, von denen wir das Gefühl haben, die gehören nicht richtig zu unserer Gruppe, zu unserer Herde. Also man hat sozusagen ein In-Group und ein Out-Group-Gefühl. Und die Menschen, die, wo man das Gefühl hat, die gehören nicht dazu, von denen fühlt man sich eigentlich verstärkt distanziert. Oxytocin verstärkt das Gefühl, unsere Gruppe gegen andere verteidigen zu müssen. Was bedeutet das in Zeiten, in denen wir Abstand halten sollen, in denen wir körperlichen Kontakt auf den innersten Kreis beschränken sollen? Bisher kann man darüber nur spekulieren. Fest steht, es tut uns nicht gut. Berührungsreiz ist für unsere Spezies grundsätzlich existenziell. Wenn er zu lange fehlt, dann können körperliche und vor allen Dingen eben auch psychische Schäden auftreten. Es ist das erste Mal in der Evolution, dass Primaten gesagt wird, sie sollen sich nicht berühren. Es ist ein Präzedenzfall. Und die Kosten und Folgen? Wir wissen es nicht. Aber wir sehen, dass seelische Probleme zunehmen. Genaue Zahlen stehen noch aus, aber Krankenkassen beobachten, dass Krankmeldungen aufgrund psychischer Diagnosen in der Zeit der sozialen Distanz zugenommen haben. Angststörungen, Depressionen, aber auch Suchterkrankungen. Nicht wenige suchen unbewusst nach Ersatz für das, was ihnen jetzt fehlt. And brains are very clever. Gehirne sind sehr schlau und das könnte bedeuten, mehr zu essen, mehr zu trinken. Die Menschen finden einen Ersatz für den Belohnungszustand, den sie sonst durch sanfte Berührungen erfahren. Es muss ihnen nicht unbedingt bewusst sein, dass dies die Ursache dafür ist. Es ist ein Versuch, sich wieder wohlzufühlen. Ich rauche, ich nehme einen Drink, ich esse einen Sahnekuchen. Es kann sein, dass ein solches Verhalten die Folge davon ist, dass wir uns nicht mehr berühren. Als Anfang 2020 der erste Lockdown kam, hat Beate Dietzen sofort reagiert und eine Studie gestartet. Wie wirkt es sich aus, wenn wir zu anderen Abstand halten müssen? Gibt es einen direkten Zusammenhang zwischen Berührungsmangel und Stresslevel?
die ganze These, dass wir sagen, Berührung kann das puffern, die ließ sich jetzt wirklich untersuchen und mit einem wirklich relevanten Stressor im Vergleich zu Laborstresstests, die wir vorher angewendet haben. 250 Haushalte aus ganz Deutschland nehmen an der Studie teil. Familien, Alleinstehende, alle Altersgruppen. Vor Beginn bekamen alle Versuchspersonen Speichelprobentests nach Hause geschickt. Dann mussten sie an verschiedenen Tagen Fragen beantworten. Die wurden als Textnachrichten auf ihre Handys geschickt. Fühlen Sie sich einsam? Haben Sie Schmerzen? Hatten Sie Körperkontakt? Wie nervös und gestresst fühlen Sie sich? Die Antworten werden dann direkt in Beziehung gesetzt mit den Stresshormonen. Und gleichzeitig, zu diesen Messzeitpunkten, haben die auch die Speichelproben abgegeben. Und das gibt uns nachher die Möglichkeit, in dieser Alltagsbefragung die einzelnen Messungen, die psychobiologischen, mit den subjektiven Informationen zusammen zu verrechnen. Und dadurch, dass wir relativ viele Probandinnen hatten, die da mitgemacht haben, und dann eben auch sehr viele Messungen, können wir dann auch mit einer guten statistischen Aussagekraft diese einzelnen Messungen miteinander verrechnen. Wir haben also nicht nur diese Mittelwerte, wie viel pro Tag die überhaupt an Berührung oder Nähe oder sozialen Kontakt berichten, sondern wir haben es Moment für Moment. Die Speichelproben lagern nun gut gekühlt im Institut. Die Auswertung beginnt. Wie steht es um die Cortisolwerte? Wie hoch ist der Oxytocinspiegel? Die Vermutung? Wer angenehme Berührungen erlebt, bei dem sinken die Stresshormone schneller wieder ab. Und genau das ist es, was für uns so wichtig ist. Denn Stress an sich ist für unseren Körper nicht schädlich. Das zeigt schon die Entwicklungsgeschichte des Menschen. In Stresssituationen geht es meist ums Überleben, etwa weil ein Angriff droht. Der Körper stellt sich blitzschnell auf Kampf oder Flucht ein. Er aktiviert das Herz-Kreislauf-System, Lunge und Muskulatur. Gleichzeitig reagiert das Immunsystem. Es bereitet sich vor, drohende körperliche Schäden schnell heilen zu können. Die Abwehr gegen einzelne Erreger oder Stoffe wird hingegen heruntergefahren. Verantwortlich dafür sind das vegetative Nervensystem und die Stresshormone Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Sobald die Situation bewältigt ist, sinkt deren Hormonspiegel wieder ab und Körper und Psyche können sich regenerieren. Angenehme Berührungen lassen Stresshormone schnell wieder verschwinden. Sie sind somit ein perfekter Puffer gegen gesundheitsschädlichen Dauerstress. Und noch mehr. Die C-taktilen Fasern, die jede sanfte Berührung registrieren, können auch beeinflussen, wie wir einen akuten Schmerz wahrnehmen. Wir alle kennen es. Wir tun uns weh und sofort berühren und streicheln wir die schmerzende Stelle. Ganz unbewusst und intuitiv. Und die Wissenschaft sagt, das ergibt Sinn. Da zeigen Studien, dass Berührung einen sehr positiven Einfluss, also einen schmerzhemmenden Einfluss bei akutem Schmerz haben. Also wenn Probandinnen und Probanden zum Beispiel mit elektrischen Reizen konfrontiert werden oder mit thermalen Reizen, also mit Hitzereizen, und dadurch Schmerz ausgelöst wird, dann kann Berührung unmittelbar die Schmerzantwort lindern. Tut uns plötzlich etwas weh, schlagen als erstes die Schmerzsensoren in der Haut Alarm. Die blitzschnellen Nervenfasern sorgen dafür, dass wir die Verletzung sofort bemerken. So können wir die Hand sofort von einer heißen Herdplatte wegziehen und uns reflexartig mit der Hand über die schmerzende Stelle reiben. Gleichzeitig wird das Schmerzsignal aber auch über die langsamere C-Faser ausgesendet. Reiben wir uns nun mit der Hand über die schmerzende Stelle, werden gleichzeitig die positiven Streichelsignale gesendet. Unser Gehirn empfängt also ein negatives und ein positives Signal gleichzeitig. Und was da passiert ist eben, dass das Gehirn
wenn wir gestreichelt werden, ein Signal nach unten schickt in niedrigere Verarbeitungsstufen, also vielleicht im Thalamus oder vielleicht bereits im Rückenmark, und den Neuronen dort sagt, okay, schwächt eure Aktivität ab, wir werden gestreichelt, es ist alles gut, es ist jemand da, aber dass tatsächlich schon da der Schmerz herunterreguliert werden kann. Wie genau der Schmerz gedämpft wird, ist heute noch nicht bekannt, aber es wirkt. Und das nicht nur bei körperlichen Schmerzen. Berührungen helfen auch bei seelischem Schmerz, oftmals wirkungsvoller als Worte. Sie übertragen zwischen zwei Menschen wichtige zusätzliche Informationen. Und sie schaffen eine Tiefe der Emotionalität, die Sprache allein nicht vermitteln kann. Trotzdem ist seit Jahren zu beobachten, dass wir in der digitalisierten Welt immer weniger direkten Kontakt haben, uns immer weniger berühren. Die Zeit der Pandemie hat diesen Trend für viele unfreiwillig noch verstärkt. Wenn man die Menschen nicht persönlich sieht, kann man sie auch nicht berühren. Deshalb glaube ich, dass die Interaktionen im Internet und die Zunahme von Menschen, die von zu Hause aus arbeiten, die Anzahl der Berührungen, die wir täglich erhalten, verringern. Und das könnte sich wirklich auf unser Wohlbefinden auswirken. Fast jeder berührt heute sein Smartphone oder sein Tablet um ein Vielfaches häufiger als andere Menschen. Ständig vernetzt über tausende Kilometer hinweg, aber doch allein. Einsamkeit ist zu einem Massenphänomen geworden, mit gravierenden gesundheitlichen Folgen. Denn wenn wir auf uns allein gestellt sind und den Schutz der Gruppe verlieren, gerät der Körper in Alarmbereitschaft. Der Cortisolspiegel steigt und das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und Depressionen nimmt zu. Das weiß man, Gott sei Dank weiß man das, dass Einsamkeit so schwere Folgen nach sich ziehen können, genauso wie Rauchen und also Nikotingenuss und Alkoholkonsum. Also auf derselben Ebene sind die schädigenden Wirkungen auf den menschlichen Organismus durch Einsamkeit. Die Wahrscheinlichkeit, vorzeitig zu sterben, liegt bei Rauchen, Diabetes, Luftverschmutzung etc. bei 35-40%. Die Wahrscheinlichkeit eines vorzeitigen Todes durch Einsamkeit liegt bei etwa 45%. Das ist fast eine Pandemie. Und das, was einsame Menschen nicht bekommen, ist Berührung. Videotelefonate können zwar eine gewisse Form von Nähe, Verbundenheit mit der Familie und Freunden vermitteln, aber physische Nähe können sie nicht ersetzen. Das ist vielen inzwischen bewusst geworden. Vor der Pandemie war die Werbung voll mit glücklichen Menschen vor Tablets, vor Kameras, die sich gegenseitig zugewunken haben, ihre Angehörigen über den Globus begrüßt haben. Und alle waren zufrieden und glücklich. In der Pandemie sind wir alle zu digitalen Nutzern geworden, die in irgendwelche kleinen Kameras hineingucken und versuchen, ihr Arbeits- und soziales Umfeld noch am Laufen zu halten. Und fast 90% der Leute sind unglaublich unzufrieden mit dieser Art der Kommunikation. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft auch in der virtuellen Welt Berührungen austauschen könnten? Bisher galt unser Berührungsempfinden als zu komplex, um es technisch nachbauen zu können. Berühren über das Internet? In diesem Video scheint es zu funktionieren. Eine Mutter berührt den Bildschirm und ihr Kind kann aus der Ferne diese Berührung spüren. John Rogers von der Northwestern University hat das System mitentwickelt. Er und sein Team möchten Berührung über Distanz möglich machen. Wir haben versucht, Technologien zu entwickeln, die mit dem menschlichen Körper kompatibel sind.
Weiche, flexible Hautschnittstellenplattformen. Fast wie eine zweite Haut, die auf verschiedene Teile des Körpers geklebt werden kann. Kabellos ist die Kunsthaut mit dem Computer verbunden. Wird der Bildschirm berührt, reagieren kleine integrierte Elektronikelemente. Sie wandeln die elektrischen Ströme in Druck und Vibrationen um. Sanftes Streicheln kann die Kunsthaut noch nicht simulieren. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung, der meiner Meinung nach die Art von Berührung nachbildet, die als emotionale und persönliche Verbindung mit anderen Menschen dienen kann. Wir wollen dem Erleben in den sozialen Medien, das zurzeit von visuellen und akustischen Informationen dominiert wird, etwas hinzufügen. Wenn Sie diese Technik nutzen, könnte ich Ihnen zum Beispiel auf die Schulter klopfen und Sie könnten das in Echtzeit fühlen. Wie deutlich spürbar diese Berührungen bereits sind, zeigen zwei seiner Mitarbeiter. Einer zeichnet Buchstaben auf den Bildschirm, sein Kollege kann sie auf dem Arm spüren und wiedergeben. Noch ist diese Kunsthaut nicht marktreif, aber Einsatzmöglichkeiten gibt es einige. Videospiele, fühlende Prothesen, Internetkommunikation. Die sozialen Medien sind eine Anwendung, über die man natürlich nachdenkt. Vor allem im Zusammenhang mit dem, was wir gerade erleben, mit der Pandemie und dem Treffen auf Distanz. Das gerade zeigt, dass Interaktion auf Berührung beruht. Und das ist wirklich schwer zu reproduzieren. Sie können das nicht nur mit Video und Audio wiedergeben. Berührungen online über Distanz verschickt, könnten Sie das Problem des fehlenden Körperkontakts, etwa bei allein lebenden älteren Menschen oder in Fernbeziehungen, lösen? Zumindest könnte es besser sein, als gar nicht berührt zu werden. Aber werden Sie jemals den Gesamteindruck einer persönlichen Begegnung ersetzen? Sie können vielleicht eine Jacke anziehen und jemand kann Sie virtuell umarmen. Ein lustiges Konzept. Ich glaube jedoch nicht, dass es den Platz der tatsächlichen Berührung und der Stärkung einnimmt, die Sie erhalten, wenn jemand Sie umarmt und Sie das beide genießen. Wenn es hart auf hart kommt, das zeigt ja eben auch die Pandemie, dann zeigt sich, dass wir letztendlich Sehnsucht haben, nicht nach Technologie, sondern nach dem realen Anderen. Nach dem realen Menschen, der mit uns ein Bier trinken geht oder der uns Gedichte vorliest. Berührungen wirken immer direkt, unmittelbar, wecken starke Gefühle. Jeder von uns braucht sie. Sie gehören zu unserem biologischen Grundprogramm. Wir alle sind mit den Rezeptoren für sanfte Berührungen ausgestattet. Und trotzdem empfindet sie jeder anders. Erfahrungen, kultureller Hintergrund, Rollenvorstellungen, die Situation, in der wir uns gerade befinden, das alles beeinflusst, ob und wann wir sie mögen oder eben nicht. Aber auch Gewohnheit prägt das Empfinden. Unsere Kuschelsensoren wollen regelmäßig trainiert werden, ein Leben lang. Menschen, die nicht berührt werden oder nicht berührt werden möchten, empfinden sanfte Liebkosungen mit der Zeit tatsächlich als weniger angenehm. Und wir denken, dass wenn sie weniger berührt werden, sie es so sehr vermissen, dass sie traurig werden können, niedergeschlagen. Das ist nicht gut, weil sie die Berührung dann immer weniger schätzen und immer weniger Berührung suchen. Es ist wichtig, sich regelmäßig berühren zu lassen. Sonst neigen wir dazu, das Empfinden für diese Signale, diese Interaktionen zu verlieren. Und wir müssen uns anstrengen, es wieder zu verstärken. Es
Unser Berührungssinn kann aber zum Glück jederzeit wieder aktiviert werden. Er begleitet uns ein Leben lang, bis ins hohe Alter. Ein Streicheln kann einen Menschen auch dann noch erreichen, wenn er kaum noch mit der physischen Welt verbunden ist. Es vermittelt Emotionen, die gerade gegen Ende des Lebens so dringend nötig sind. Verlässlichkeit, Sicherheit und Geborgenheit. Das ist die mit der kleinen Querflöte. Und dann freuen wir uns immer an den schönen Händen von dem jungen Mann. Und Rochelle Ackerley hat Erstaunliches dazu herausgefunden. Das ist bei Berührungen bemerkenswert, denn alle anderen Sinne lassen mit der Zeit nach. Wenn wir älter werden, sehen wir weniger gut, hören weniger gut. Für Berührung scheint es jedoch zwei Seiten zu geben. Der Tastsinn, etwa wenn man die Hand ausstreckt und etwas mit den Händen berührt, der nimmt mit dem Alter ab. Wir verlieren zum Beispiel ungefähr alle 10 Jahre etwa 5% Tastsinnesfasern in den Nerven. Was wir jedoch herausfanden ist, dass Menschen Berührungen mit zunehmendem Alter sogar viel mehr schätzen und sie tatsächlich als noch angenehmer empfinden. Oft nehmen wir gar nicht wahr, wie stark Berührungen unsere Stimmung, unsere Gesundheit, unsere Beziehungen beeinflussen. Doch es rückt immer stärker ins Bewusstsein. Berührungen beglücken uns. Ein Leben lang.